Dies war seine letzte große Bühne, der Deutsche Bundestag. 15 Jahre war er Mitglied, seit 2017 Vizepräsident. Oppermanns plötzlicher Tod erschüttert Genossen und Kollegen gleichermaßen. Ich habe das gestern Abend gehört und das ist wirklich eine furchtbare Nachricht. Ich kenne Thomas Oppermann gut. Wir waren zusammen Fraktionsvorsitzender. Bei allen Unterschieden, er war ein verlässlicher, er war ein feiner Mensch. Und natürlich muss man zuerst mit den Gedanken bei seiner Familie, bei seinen vier Kindern sein. Furchtbar. Und das zeigt uns nochmal die Vergänglichkeit unseres Lebens und auch unseren Auftrag als Politiker. SPD-Chef Walter Borjans drückt auf Twitter seine tiefe Erschütterung und Trauer aus. CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer sagte zu Beginn der Präsidiumssitzung, der überzeugte Demokrat werde fehlen. Oppermann war Kulturminister in Hannover, parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Chef der Fraktion und eine Weile das Gesicht der SPD in Talkshows. Doch was Thomas Oppermann am liebsten geworden wäre, das wurde er nicht. Minister in Berlin. 2013 wollte er und scheiterte daran, der Mann aus Niedersachsen zu sein, denn davon gab es mit Sigmar Gabriel und Frank-Walter Steinmeier schon zwei. Geboren wurde Thomas Ludwig Albert Oppermann 1954 im münsterländischen Freckenhorst, wo er als Sohn eines Molkereimeisters mit drei Geschwistern aufwuchs. In der Schule musste er noch zwei Klassen wiederholen. Später wurde aus ihm ein messerscharf formulierender Richter und später Politiker. Oppermann polarisierte, galt als harter und angriffslustiger Machtpolitiker, aber auch als äußerst fair und flexibel. Seit er 2017 sein letztes Amt als Bundestagsvize antrat, veränderte sich sein Auftreten, wurde dem Amt entsprechend zurückhaltender. Oppermann hinterlässt seine Lebensgefährtin und vier Kinder.